Einen wunderschönen guten Abend. Es ist ein herrlicher Ausblick von hier oben, den ich Ihnen allen auch sehr gönnen würde. Es ist fantastisch, in einen wirklich prall gefüllten großen Festsaal zu blicken. Und das, nachdem ich doch jetzt einige Veranstaltungen hatte in den letzten Wochen, die auch sehr spannend und hochkarätig waren, wo aber die Gäste und Zuschauer doch noch zu Hause geblieben sind. Das ist einfach ganz großartig, dass Sie heute Abend alle hier sind. Sehr geehrter Herr Dr. Paulsen von der Körberstiftung, lieber Präsident der Universität Hamburg, lieber Herr Professor Hekerin, liebe Frau Professorin Wenderholm, liebe Frau Professorin Illus, lieber Kai Gehring aus dem Deutschen Bundestag, liebe Frau Gaponenko und liebe Frau Dr. von Tadden und natürlich liebe alle heute hier. Herzlich willkommen zur Eröffnung der Hamburger Horizonte. Nochmal freue ich mich wirklich sehr, Sie dazu hier im großen Festsaal im Hamburger Rathaus begrüßen zu können. Und ich will vorweg sagen, dass ich der Körberstiftung außerordentlich dankbar bin, dem Hamburg Institute for Advanced Study, unserem HIAS und der Universität Hamburg für diese wirklich erstklassige Konferenz, die in den kommenden Tagen Raum für zahlreiche intensive Gespräche und Diskussionen geben wird. Wir haben eben im Vorfeld ein bisschen geplaudert. Es gibt viel Neues. Es gibt eine konstante Kontinuität und Herr Dr. Paulsen sagte, die stelle ich dar, weil es die 6. Hamburger Horizonte sind. Wir haben eben noch mal rekapituliert, 2017 starten, das heißt jetzt die 6. Und ich durfte tatsächlich alle begleiten und kann sagen, und das ist der nächste Dank, den ich aussprechen will, dass es wieder einmal ein hervorragendes Gespür, also eine echt feine Nase für das Thema der Hamburger Horizonte in diesem Jahr gegeben hat. Also es ist wirklich phänomenal, wie man ja schon weit im Voraus die großen Debatten so ein bisschen antizipiert und sie hier in diesen tollen Ort und in die anderen Foren trägt heute und in den nächsten Tagen. Denn es geht um ein Thema, ja, das finde ich, kann man mal danke. Applaus an unerwarteter Stelle, aber das ist auch ein Überraschungsmoment. Dabei geht es um ein Thema und das wissen Sie, deshalb sind Sie alle hier und hoffentlich auch an den Bildschirmen dabei, das uns alle unbedingt angeht. Individuen, Gesellschaften, Staaten oder die Ergebnisse menschlichen Schaffens, ob in der Wissenschaft, in der Kunst oder auch in der Wirtschaft. Wir sprechen über ein faszinierend und manchmal frustrierend komplexes Thema, das doch eines der wichtigsten ist, über die wir Menschen sprechen können und auch immer wieder müssen. Die Hamburger Horizonte befassen sich in diesem Jahr mit dem Thema, mit dem Begriff Freiheit. Was ist Freiheit und wodurch wird sie bedroht? Die Frage nach der Bedeutung von Freiheit ist so alt wie die Menschheit selbst und trotzdem so hochaktuell, wenn man sich umblickt, die großen Krisen und die Herausforderungen dieser Zeit ansieht. Freiheiten haben sich über die Zeit hinweg verändert. Manches, was für uns heute selbstverständlich ist, wurde zu anderen Zeiten gesellschaftlich erkämpft und ist nicht überall gleich selbstverständlich. Und Freiheiten können auch immer wieder zurückgedreht werden, wenn wir sie nicht verteidigen. Und das ist meine erste Antwort auf die Frage, was bedroht eigentlich unsere Freiheit? Nämlich, dass wir Dinge zu selbstverständlich nehmen und auch dieses hohe Gut der Freiheit. Ein aktuelles Beispiel aus den USA, noch aus diesem Jahr, denn in den USA können Frauen nicht mehr überall selbstbestimmt über ihren Körper bestimmen. Nach fast 50 Jahren Jane Roe versus Henry Wade wurde die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht in diesem Jahr wieder rückgängig gemacht. Oder der Blick in den Iran. Frau, Leben, Freiheit. Dieser kraftvolle Satz geht aktuell um die Welt, angestoßen von mutigen Frauen,
den sich viele, viele Menschen angeschlossen haben, die sich einem gewalttätigen und aggressiven Regime entgegenstellen, gemeinsam für die Freiheit aller Menschen in ihrer Gesellschaft streiten. Und dieser Kampf um Freiheit für die iranische Gesellschaft zeigt auch, wie brutal und wie wichtig dieser Kampf noch heute ist, als ein Beispiel. Und hier sage ich, es sind nicht nur autoritäre, unterdrückende, menschenverachtende Regime, die die Freiheit bedrohen. Und das ist meine zweite Antwort, die vielleicht nur mittelbar damit zusammenhängt. Es ist auch die Frage, wie wir hingucken und wie sichtbar etwas ist und wie wir es schaffen, gemeinsam auch international solidarisch zu sein. Das nehme ich zumindest immer als eine zentrale Botschaft wahr aus dem Iran in diesen Tagen. Guckt hin, egal wo ihr seid gerade auf der Welt, verbreitet unsere Botschaft, verbreitet unsere Videos, verbreitet unsere Fotos von unserem Freiheitskampf, zeigt so Solidarität und vor allem haltet unseren Kampf für Freiheit sichtbar. An anderer Stelle, und das weiß ich sehr eindrücklich, weil ich vor gar nicht so langer Zeit mit dem iranischen Frauenverein hier im Rathaus saß, vor gut einem Jahr, als das Thema Afghanistan die Nachrichten und die Schlagzeilen bestimmte, sagten sie, unsere größte Sorge ist, wieder zu verschwinden, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, nicht mehr gesehen zu werden vom Westen. Bitte guckt hin und bitte haltet unsere Geschichten, haltet sie sichtbar, sodass auch hier für mich eine Antwort wirklich auf die Frage von, was bedroht Freiheit, nicht nur die Frage, wir nehmen Dinge zu Selbstverständliches, sondern auch die Frage, wie hält man Dinge sichtbar. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist eine weitere Facette. Was müssen wir tun, um Unabhängigkeit, ja Freiheit zu verteidigen? Also was bedeutet es für unsere Freiheit in Europa, unsere Freiheit hier? Aber auch, was fordert es von uns ab? Was verlangt es von uns? Freiheit für Ukrainerinnen und Ukrainer perspektivisch zu ermöglichen. Und das ist zugegebenermaßen auch ein großes Spannungsfeld. Und dabei ist klar, Freiheit ist nie nur ein abstrakter Begriff. Freiheit ist ein Thema, mit dem wir uns in unserer Gesellschaft, hier bei uns in Deutschland, weltweit, heute und ganz konkret auseinandersetzen, ganz konkret damit zu tun haben. Freiheit ist ein zentrales Grundprinzip unseres gesellschaftlichen Wertekompass. Dabei geht es immer um die Fragen der Freiheit des eigenen Tuns, des menschlichen Individuums oder auch den Schutz unserer Freiheiten. Oft im Spannungsfeld zum Begriff der kollektiven Freiheit und der zukünftigen Freiheit. Und da will ich noch einmal verweisen auf das wegweisende Verfassungsgerichtsurteil, die wegweisende Verfassungsgerichtsentscheidung aus dem letzten Jahr, bei dem es um das höchste Gut der Gesellschaft ging, das damit neu definiert wurde, nämlich die Freiheit kommender Generationen. Damals ging es darum, Sie werden sich alle erinnern, darum, dass die Klage gegen das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung in Teilen Erfolg hatte. Dass man also gesagt hat, wir müssen schon heute an die Freiheiten kommender Generationen denken und müssen unser Tun und Handeln danach ausrichten. Und der Liberalismus des Einzelnen steht also im Gegensatz zu der Freiheit kommender Generationen und damit vieler Menschen. Freiheit ist ein zentrales Grundprinzip, auch die Freiheit von Kunst und Wissenschaft sind unveräußerliche Rechte in unserer Demokratie. Die Freiheit von Forschung und Lehre umfasst Freiheit der Themen, Methoden und die Verbreitung von Forschung. Sie bedeutet zugleich eine Verpflichtung des Staates, dass freie Forschung möglich sein muss, ohne staatliche Einflussnahme möglich sein muss. Wissenschaftsfreiheit bedeutet auch, dass Pro und Contra braucht den Diskurs, auch mit und in der Gesellschaft und dem politischen Raum. Freiheit und damit auch die Wissenschaftsfreiheit ist dabei nicht grenzenlos. Klar ist, wenn es darum geht, grundlegende Prinzipien unserer Demokratie zu schützen, dann gibt es diese Grenzen, unumstößliche Grenzen. Und das gilt für hier, aber auch für die Kooperationen und die Zusammenarbeit
international. Liebe Gäste, ein differenziertes Ausbuchstabieren dessen, was Freiheit für uns heute im 21. Jahrhundert bedeuten könnte und sollte, auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Perspektiven bestimmt das Programm heute und in den nächsten Tagen bei den Hamburger Horizonten. Was heißt die Freiheit in Kunst und Wissenschaft? Was kann es heute bedeuten, als freie Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu handeln? Wodurch unterscheiden sich Staaten voneinander, wenn es um die Gewährleistung oder Unterdrückung der Freiheit ihrer Mitglieder geht? Freiheit ist komplex, ist brandaktuell. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Und sie hat für fast jeden und alle verschiedene Bedeutung. Ich bin sehr froh, nochmal, dass die Hamburger Horizonte diesen Raum schaffen, Freiheitsfragen zu diskutieren. Freue mich sehr auf den heutigen Austausch. Danke allen fantastischen Gästen unseres Panels schon jetzt für die Diskussionsbeiträge und wünsche uns alle inspirierende Stunden heute Abend und hoffentlich für Sie alle auch in den nächsten Tagen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Senatorin, liebe Frau Fegebank, lieber Herr Professor Hekerin, liebe Frau Professorin Wenderholm, liebe Frau Dr. Rühland, sehr geehrte Mitglieder der Hamburger Bürgerschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst vielen herzlichen Dank, liebe Frau Fegebank, dafür, dass wir nun schon, wie Sie das gesagt haben, im sechsten Jahr mit einem Senatsempfang den Auftakt der Hamburger Horizonte begehen können. Wir freuen uns, dass Sie das Konferenzformat tatsächlich von Anfang an begleitet haben und ihm diesen feierlichen und symbolträchtigen Rahmen für die Eröffnung geben. Politik ist ja nicht wie eine Stiftung für die Ewigkeit, aber so eine gewisse Kontinuität und Stabilität in der Politik ist schon eine ganz hilfreiche Sache. Danken möchte ich auch sehr herzlich unseren langjährigen Mitveranstaltern für die effiziente und angenehme Zusammenarbeit, stellvertretend Ihnen, Frau Professorin Wenderholm, Ihnen, Frau Rühland, für das Hamburg Institute for Advanced Study und Ihnen, lieber Herr Hekerin, für die Universität Hamburg. Meine Damen und Herren, unser gemeinsames Anliegen ist es, hier in Hamburg den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu fördern, über Fragen, an deren wissenschaftlicher Bearbeitung die Gesellschaft ein Interesse hat. Keine der anstehenden großen gesellschaftlichen Herausforderungen lässt sich ohne wissenschaftliche Expertise und ohne einen breiten gesellschaftlichen Dialog bewältigen. Wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich in diese Debatten einbringen. Und wir brauchen aber auch Formate, in denen dies sinnvoll geschehen kann und in denen ein direkter Austausch von sachlichen Argumenten und nicht nur Meinungen möglich ist. Die Hamburger Horizonte sind so ein Format. Jedes Jahr beschäftigen wir uns mit einem Thema, von dem wir überzeugt sind, dass es der gesellschaftlichen Verständigung bedarf. Freiheit in der Krise lautet das Thema in diesem Jahr, in das Sie, liebe Frau Fegebank, schon eingeführt haben. Wir haben es aktuell tatsächlich mit großen Herausforderungen zu tun. Krieg in Europa, Klimawandel, Energieknappheit, Flucht, Vertreibung, Migration und das leidige Coronavirus nicht zu vergessen. In allen Debatten dazu werden Freiheitsfragen diskutiert, wird zum Teil heftig darüber gestritten, wie stark Freiheiten angesichts von Krisen eingeschränkt werden dürfen und ob die Freiheit nicht am Ende selbst in der Krise ist. Die Kontroversen reichen dabei vom Konkreten ins Grundsätzliche und jedes Mal sind unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen gefragt. Nehmen wir das Beispiel Corona. Ob wir zum Gesundheitsschutz Masken tragen, wenn ja welche, ob der Staat eine Impfung verlangen darf oder sollte und wenn ja, in welcher Situation und auf Grundlage welcher Fakten, das sind konkrete Fragen, die am Ende politisch entschieden werden müssen. Und sie werden auch politisch entschieden im deutschen Föderalismus 16 Mal. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das immer Sinn macht. Warum man in Schleswig-Holstein nun nicht mehr in Corona-Isolation muss, in Hamburg aber schon, das ist natürlich nicht so einfach zu vermitteln. Ich komme da aber nachher nochmal darauf zurück.
Um in der Pandemie politische Entscheidungen angemessen treffen zu können, brauchen wir die Wissenschaft. Allen voran die Epidemiologie und die Virologie. Aber für eine informierte Debatte über die dahinterstehenden Fragen des Verhältnisses von Freiheit und Verantwortung sind auch weitere Disziplinen gefragt. Die praktische Philosophie, die Rechtswissenschaft, die Soziologie, um nur drei zu nennen. Wissenschaft hat durchaus einige gesicherte Erkenntnisse parat. Vieles ist aber eben auch wissenschaftlich nicht eindeutig, manches umstritten. Und natürlich können, ja müssen, diese unterschiedlichen Disziplinen auch sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Herausforderungen einer Pandemie haben. Politikerinnen und Politiker können ein Lied von dieser Uneindeutigkeit singen. Trotzdem müssen sie entscheiden, beispielsweise ob und wenn ja, welche Freiheiten für wen eingeschränkt werden müssen. Und das ist eben keine wissenschaftliche Frage, sondern eine politische, eine schwierige Abwägung. Kein Wunder, dass man hier zu unterschiedlichen Antworten in unterschiedlichen Bundesländern kommt. So ist das eben in einer pluralistischen Demokratie. Meine Damen und Herren, bei den diesjährigen Horizonten möchten wir beides tun. Wir wollen aus der Vogelperspektive über die Grundsatzfragen sprechen. Dies wird vor allen Dingen auf den sogenannten Kern- oder Hauptveranstaltungen passieren. Wir möchten aber auch anhand von aktuellen, drängenden Krisen ins konkrete Detail gehen. Dies geschieht in Veranstaltungen, die wir Satelliten nennen und die etwa mit der Freiheit der Kunst oder der Wissenschaftsfreiheit sich beschäftigen. Weiteres dazu finden Sie im Programm, das Sie auf Ihren Stühlen ausliegt. Sie werden dort auch sehen, dass wir in diesem Jahr von dem einen klassischen Konferenztag abgewichen sind. Stattdessen haben wir eine Veranstaltungsreihe organisiert und weitere Partner wie das DESI eingebunden. Wenn Sie so wollen, haben wir den großen Happen der ganztägigen Konferenz in kleinere, gut verdauliche Leckerlis aufgeteilt, ohne aber an der inhaltlichen Tiefe und Qualität zu sparen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen erkenntnisbringende, den eigenen Horizont erweiternde Tage, freue mich auf die gemeinsamen, hoffentlich gut verdaulichen und anregenden Debatten an den verschiedenen Veranstaltungsorten. Herzlichen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich mache es mir mal einfacher. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich wirklich sehr, Sie auch im Namen der Universität Hamburg hier und heute zu den Hamburger Horizonten 2022 begrüßen zu dürfen. Wir als Uni Hamburg verstehen uns als Flaggschiff-Universität oder als Flagship-University in der und für die Wissenschaftsmetropole Hamburg. Und das bedeutet, dass uns eben gerade die Öffnung zur Gesellschaft und auch die Anschlussfähigkeit von Forschung, Lehre und auch Wissenstransfer zu den großen Fragen, von denen Herr Paulsen und auch die Senatorin Fegemann gerade schon einige genannt haben, dass eben diese großen Fragen zu unserer Gegenwart gehören und damit auch zur DNA der Uni Hamburg. Und sie sind eben auch zentrale Schwerpunkte meiner und auch der strategischen Agenda der Universitätsleitung. Die Hamburger Horizonte ermöglichen genau diesen Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Und das ist mir ganz wichtig, es muss eben ein Austausch sein, ein Dialog, wir müssen ins Gespräch kommen. Und die Horizonte tun das, gerade auch in diesem Durchgang, in wahrhaft hochkarätiger personeller Besetzung. Und heute Abend werden wir dazu schon einen sehr, sehr guten Vorgeschmack bekommen. Ich glaube, wir kommen jetzt so langsam in den Bereich der kulinarischen Metaphern, Herr Paulsen. Das haben Sie jetzt angezettelt. Das müssen wir alle aushalten. Wie sich das dann mit dem Thema Freiheit verhält, das müssen wir dann vielleicht hinterher nochmal besprechen. Mit dem Thema Freiheit in der Krise beweisen die Horizonte ganz sicherlich einen herausragenden Spürsinn für Themen von aktuell besonderer gesellschaftlicher Relevanz. Relevanter geht es ja gar nicht. Und es freut mich eben auch sehr tatsächlich, dass so viele auch Bürgerinnen und Bürger sich für diese Themen interessieren und eben heute hier sind und sicherlich auch bei den Folgeveranstaltungen in den nächsten Tagen. Sie können sich vorstellen, dass ein Aspekt des Themas Freiheit, den Frau Fegemann gerade schon erwähnt hat, nämlich gerade die Freiheit der Wissenschaft, etwas ist, das uns,
die Uni Hamburg als größte Wissenschaftsinstitution Norddeutschlands ganz besonders beschäftigt. Ganz sicherlich nicht erst, aber ganz sicher nochmals verstärkt seit dem 24.02. In der Bundesrepublik garantiert Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Und gleichzeitig beobachten wir auch hierzulande in der jüngeren Vergangenheit Fälle, bei denen versucht wird, der Wissenschaft eben gerade dieses verfassungsmäßige Recht zu beschneiden oder gar streitig zu machen, zum Beispiel durch Delegitimierung wissenschaftlicher Themen oder Gegenstände, Störungen missliebiger Vorlesungen oder Seminare oder auch die Ausübung politisch motivierten Drucks auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. An der Uni Hamburg haben wir daher schon Anfang des Jahres einen Kodex erarbeitet, unter der Leitung meines Vorgängers Dieter Lenzen, den ich auch herzlich begrüße bei dieser Gelegenheit, und haben eben auch diesen Kodex und das Verständnis von Wissenschaftsfreiheit in unserem Leitbild verankert und damit eben ja klare Grenzen auch für Beeinträchtigungen gezogen, einerseits in dem Kodex, und auch unterstrichen, dass mit der Gewährleistung von Autonomie, also diese Autonomie, die uns ja die Gesellschaft gewährt, auch die Verantwortung ihrer Gestaltung einhergeht. Ja, das ist uns auch ganz wichtig, das dabei auszubuchstabieren. Im internationalen Kontext wird uns dieses große Privileg einer freien Wissenschaft aktuell vor Augen geführt, wenn zum Beispiel Forschende und Studierende an der Al-Zahra-Universität in Teheran oder an der University of Hong Kong unter großem persönlichem Risiko, unter Einsatz ihres Lebens teilweise, für die Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit kämpfen. Wissenschaftsfreiheit und die mit ihr verbundene Verantwortung bedeutet für uns daher auch, dass wir Unterstützung leisten, dass wir solidarisch sind für und mit in ihrer Heimat gefährdete Forschende und Studierende und sie auch hier aufnehmen zum Beispiel. Für aus der Ukraine Geflüchtete haben wir zusammen mit der Stadt und den Stiftungen, das war wirklich ein sehr, sehr gelungenes Zusammenspiel, die Wissenschaftsbrücke gebaut. Gleichzeitig stellen wir uns nicht erst, aber noch einmal mehr seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, die grundsätzliche Frage nach den Regeln und auch nach den möglichen Grenzen wissenschaftlicher Zusammenarbeit, gerade mit Ländern, die unsere freiheitliche und demokratische Grundordnung nicht teilen. So haben wir seit dem 24.02. alle institutionellen Kooperationen mit russischen wissenschaftlichen Einrichtungen ausgesetzt. Beschneiden wir hiermit selbst die Wissenschaftsfreiheit? Ist das gar der Anfang vom Ende der Wissenschaftsfreiheit? Genau diese elementaren Fragen und Herausforderungen gilt es zu diskutieren. Und vor diesem Hintergrund darf ich besonders werben für eine Veranstaltung, wenn Sie auch so wollen, in der Programmatik, wie es gerade aufgerissen wurde, ein besonderes Leckerli, die am Donnerstag, also übermorgen, von HIAS und DESI organisiert wird und danach fragt, ob und inwiefern wir derzeit eine Zeitenwende in der Wissenschaftsfreiheit erleben. Ich freue mich schon sehr auch auf die Diskussion übermorgen, an der ich dann auch als Diskutant mitwirken darf und hoffe, möglichst viele von Ihnen dann auch übermorgen am Campus Bahrenfeld in der Science City Bahrenfeld zu sehen. Und jetzt freue ich mich erstmal auf den gemeinsamen Abend mit Ihnen, auf eine spannende Diskussion und übergebe an Iris Wendermann. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend und ich mache es mir auch ein bisschen einfacher. Liebe Frau Senatorin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, die heute auch da sind, was ich ganz toll finde. Freiheit in der Krise. Das diesjährige Thema der Hamburger Horizonte benötigt viele Perspektiven, wir haben es schon gehört, die der Politik und Rechtswissenschaft, der Soziologie, der Philosophie, der Neurowissenschaften und viele mehr. Denn wie sollten wir sonst die vielen Fragen beantworten, die sich derzeit in unerhörter Schärfe stellen? Die Frage nach der Freiheit des Denkens, der Freiheit der Kunst, der Wissenschaftsfreiheit, der Freiheit der Identität, nicht zu vergessen, der Verantwortung für die Freiheit.
Und zuletzt die Frage des heutigen Abends, wir haben es gehört, was ist Freiheit und wodurch wird sie bedroht? Freiheit ist ein Gefühl und ein Versprechen, ein Gedanke und ein Bild. Und jetzt kommt die kulinarische Metapher gleich oder die Realie sogar, aufpassen. Nie werde ich den Moment vergessen, als 16-Jährige von der Tanzschule zu kommen und von den Eltern eröffnet zu bekommen, die Mauer sei gefallen. Die Mauer, die 1989 ein unumstößlicher Teil unserer Lebensrealität war. Schien es mir eben noch, als sei im Tanz der größtmögliche Ausdruck von Freiheit möglich, so stellte sich das Bewusstsein eines größeren, überindividuellen Freiheitsgefühls sofort ein. Das Geschehen, das sich wenige Kilometer von mir entfernt ereignet hatte, sollte sich mit vielen Bildern im kollektiven Gedächtnis manifestieren, sollte in dem medialen Stream der immer neuen Bilder von Freiheit seinen Platz finden. Trabis und Wartburgs auf dem Rathausmarkt, Bananen hinter der Windschutzscheibe, tanzende Menschen auf der Mauer. Die Bilder lagen quer zu dem bisher Gesehenen und Gewohnten. Es war die Freiheit der anderen, denn ich war westlich der Zonengrenze aufgewachsen und doch war es unser aller Freiheit. Diesseits und jenseits der Mauer, erst mit der Blickveränderung wird der eigene Zustand sichtbar. Die Umstände, in denen wir leben, können unfrei machen, ohne dass wir es realisieren. Wenn ich aus der Perspektive meiner Disziplin der Kunstgeschichte auf das Thema blicke, so ist Freiheit ein Thema, das aufs Engste mit künstlerischer Innovation verknüpft ist. Als Albrecht Dürer aus seiner Heimatstadt Nürnberg, der Freien Reichsstadt, nach Venedig aufbrach, das von einer Oligarchie regiert wurde, hätte er vermutlich nicht erwartet, dort Freiheit, Unabhängigkeit und Wertschätzung zu erfahren. Und doch schrieb er 1506 aus Venedig an seinen Freund Pirkheimer: Hier bin ich ein Herr, daheim ein Schmarotzer. Warum? Weil er in Venedig als Künstler Anerkennung fand, weil Reisen, Kommunikation, Netzwerke dazu geführt hatten, dass Dürer den eigenen bisherigen Zustand kritisch reflektieren konnte. Der Hamburger Kunsthistoriker Martin Barndt gezeigt, dass für Künstler paradoxerweise am Fürstenhof die größte Freiheit herrschte, nicht in den starren Strukturen der städtischen Zünfte. Erst im Austausch mit anderen, mit einer Blickveränderung, realisieren wir unseren eigenen Zustand. In einer idealen Welt bräuchten wir diese Bilder der feiernden Menschen auf der Mauer, diese Bilder von Freiheit nicht, weil Freiheit der Normalzustand wäre. Doch unsere Welt ist nicht ideal. Es bröckeln liebgewonnene Gewohnheiten, der Umgang mit unserer Umwelt, wir haben es gehört, mit der Natur und dem Klima erfordern neue Wege des Denkens, schränken unsere Freiheit ein, um unsere zukünftige Freiheit zu gewährleisten. Politische Systeme implodieren und die Überzeugung, Friede sei die Voraussetzung von Freiheit und würde von allen erstrebt, gilt längst nicht für alle und jeden. Die Bilder, die wir heute sehen, sind Bilder von Menschen, die nach Freiheit streben, selten solche, die die Freiheit feiern dürfen. Es sind blutige Bilder der Freiheit und Bilder bedrohter Freiheit. An ihnen zeigt sich, dass es viel Mut und starke Überzeugungen braucht, um weiter an die Freiheit zu glauben. Starke Frauen fallen auch mir ein, wenn es um die Verteidigung von Freiheit geht, denn es zeigt sich, dass das Ablegen des Kopftuchs ein Ausdruck individueller Freiheit ist und auf eine gesamtgesellschaftliche Situation der Freiheit und demokratischen Verfasstheit abzielt. Die Malerei des 19. Jahrhunderts hat eine Ikone der Freiheit hervorgebracht, Eugène Delacroix' Gemälde der Freiheit auf den Barrikaden. Ich denke, Sie kennen es alle. Im Zentrum des Bildes steht eine Frau, die Personifikation der Freiheit. Sie blickt auf die bewaffneten Knaben und Männer hinter sich und führt diese in eine neue Zeit. In der Linken hält sie ein Gewehr, die Rechte reckt die französische Flagge in den Himmel. Delacroix zeigt uns, dass die Freiheit hart erkämpft worden ist. Denn die Personifikation der Freiheit steht auf Gefallenen und Verwundeten, im Hintergrund rauchende Trümmer der Stadt. Freiheit, das Herzstück der französischen Revolution, hinter der sich alle versammeln können, ist hier als einender Gedanke und als Versprechen für die Zukunft gezeigt. Freiheit ist ein Aufbruch und ein Neuanfang. Seit fast 80 Jahren herrschte in Westeuropa die Überzeugung, dass Freiheit eher ein Begriff ist, über den diskutiert und weniger für den militärisch gekämpft werden musste. Wir haben uns geirrt. Und doch sehnen wir wohl alle den Zustand herbei, an dem Freiheit nicht wie bei Delacroix mit Waffengewalt und vielen Toten, mit Leid und Armut erstritten werden muss. Wissenschaft und Gesellschaft sind gefordert, viele alte und neue Fragen zu beantworten, sich neu zu positionieren.
Individuelle Freiheitsansprüche decken sich nicht immer mit den kollektiven Vorstellungen von Freiheit, zumal in einer globalen Perspektive. Fragen der Gerechtigkeit und Solidarität sind aufs Engste mit der Freiheit verknüpft. Welche Rolle spielt in diesem Freiheitsszenario die Wissenschaft, welche die Politik, welche das Individuum, welche die Gemeinschaft? Welchen Grad an Freiheit gestehen wir uns zu und ertragen wir? Wie konnten unsere Vorstellungen von Freiheit in die Krise gelangen? Diesen Fragen möchten wir mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Experten, Journalisten, Wissenschaftlerinnen und Künstlern nachgehen. Mit den Hamburger Horizonten als gemeinsamer Konferenz von Körperstiftung, Universität Hamburg und HIAS können wir Denkräume anbieten, in denen sich Wissenschaft und Gesellschaft begegnen. Viele der Fellows, die am HIAS, dem Hamburger Wissenschaftskolleg, wir hörten es, forschen, werden an den unterschiedlichen Panels mitdiskutieren. Das HIAS, dessen Präsidium ich als Sprecherin angehöre, das HIAS ist ein Ort, den wir gerade jetzt brauchen, denn das HIAS verführt zu kontroversem Gedankenaustausch und gibt die Freiheit zu streiten. Mit seinen exzellenten Fellows aus aller Welt und aus den unterschiedlichsten Disziplinen ist das HIAS ein Inkubator und Think Tank. Unser Dank, auch von Seiten der Geschäftsstelle mit seiner Generalsekretärin Dorothea Rühland, gilt allen Rednerinnen und Rednern, allen Moderatorinnen und Moderatoren, sich gemeinsam mit uns den Fragen nach der Freiheit und ihrer Bedrohung zu stellen. Er gilt zugleich der Universität Hamburg sowie allen Kolleginnen und Kollegen der Körperstiftung für die ganz wunderbare Kooperation. Wir wünschen uns viele divergierende Perspektiven, denn nur sie können unseren Hamburger Horizont erweitern. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau Dr. Elisabeth von Tadden jemanden gewinnen konnten, die das Auftaktpanel moderiert und die wirklich wie keine andere, glaube ich, dafür geeignet ist. Als verantwortliche Redakteurin der philosophischen Seiten Sinn und Verstand bei der Zeit und auch mit ihrem zuletzt veröffentlichten Band Die berührungslose Gesellschaft. Und damit übergebe ich das Wort. Vielen Dank. Sie sich bitte neben Frau Illus setzen und Herr Gehring. Ne? Guten Abend. Jetzt haben auch wir den schönen Blick in Ihre Gesichter. Und da nun, glaube ich, alle Leckerli-Metaphoriken ausgereizt sind, möchte ich es versuchen mit der Metapher des Gesichtes. Ich schaue in ein Publikum, das so viele Gesichter hat wie möglicherweise die Freiheit in den Diskussionen der letzten Jahrtausende. Wir dürfen, und dafür danken wir, einen Schlüsselbegriff der Moderne, der in den einschlägigen Lexika unendlich viele kontroverse Seiten umfasst, diskutieren. Wir haben es hier nicht mit einem Leichtgewicht zu tun. Und ich glaube, jeder von uns im Raum weiß, dass Menschen jeder politischen Couleur auch für die schrecklichsten Unterfangen den Begriff der Freiheit im Mund geführt haben. Es ist eben keineswegs nur die Französische Revolution, es sind auch ihre scharfen Gegner, die im Namen der Freiheit angetreten sind. Dann ist das Wort der deutschen Freiheit plötzlich zu hören gegen die Ideale der westlichen Demokratien. Ich will damit sagen, wir befinden uns in einem Dschungel und ich bin froh, dass wir Freiwillige gefunden haben, mit uns in diesem Dschungel zu diskutieren. Was ist Freiheit? Was bedroht sie? Wir haben, und ich glaube, das darf man eingestehen, diese Veranstaltung konzipiert, als wir noch auf Du und Du waren mit der Freiheit und ihrer Bedeutung, die Freiheitsrechte des Individuums gegen die Ansprüche des Staates hochzuhalten, als Abwehrrechte gegen einen Staat, der respektieren muss, dass wir Bürgerinnen und Bürger frei sind in unseren Rechten. Wir haben das diskutiert in der Frage der Impfpflicht, in der Frage der Isolationspflicht. Aber dann kam der 24. Februar. Und auf einmal zeigte die Freiheit sich in anderen Begriffen, in anderen Fragen, in anderen
Herausforderungen. Und die Freiheit hat es uns nicht mehr leicht gemacht, unsere alten Diskussionen einfach fortzusetzen. Was meine ich damit? Auf einmal, Sie haben den Jubel über die Befreiung von Kherson in den Ohren, die Befreiung einer europäischen Stadt, die Freiheit, die Frage nach der Freiheit der Ukraine, ihrer staatlichen Freiheit und wer sie verteidigt, steht im Raum. Die Senatorin hat die Frau Leben Freiheit Metaphorik in Teheran angesprochen. Ich will sie noch einmal erwähnen. Und um Ihnen die Spannung deutlich zu machen, gleichzeitig erscheint in diesen Tagen ein 700 Seiten starkes Hauptwerk eines der Philosophen unserer Zeit, Christoph Menke. Der erste Satz dieses Buchs lautet: Wir leben in einer Zeit gescheiterter Befreiungen. Und dies, während wir Teheran erleben, dies, während wir die Ukraine kämpfen sehen. Menke kommt zu dem Schluss zu sagen, jede Befreiungsbewegung, jeder große Emanzipationsimpuls ist wieder in Herrschaft umgeschlagen. Teilen wir diese Auffassung? Erleben wir nicht gerade, dass sich in den Regionen der Welt die Freiheit auf eine neue Weise Bahn bricht? Die Senatorin hat auch angesprochen den neuen Begriff der intertemporalen Freiheitssicherung. Auf einmal sollen wir Heutigen unsere Freiheit einschränken, um die Künftigen in ihren Freiheitsrechten respektiert zu werden. Und das ist nicht einfach eine Meinung, sondern das ist das Verfassungsgericht. Und wir müssen uns also fragen, handeln unsere Ministerinnen und Minister in Berlin gegenwärtig wieder diesen Gedanken der Freiheitssicherung oder aber zu seinen Gunsten? Auf einmal fragen wir uns, ob eigentlich Regierungen ihre Arbeit tun, die Freiheit der Künftigen zu sichern, oder ob sie daran scheitern. Diese Frage ist historisch relativ neu. Und Sie erlauben mir die Pointe, dass wir mit dem neuen Wort der Freiheitsenergien, die unser liberaler Finanzminister nun im Munde führt, plötzlich merken, wir brauchen genau jene Energien, die Erneuerbaren, als Freiheitsenergien, die in den letzten 20 Jahren immer unter dem Verdacht staatlicher Gängelung gestanden haben. Hier verändern sich Begriffe im Minutentakt und der Inhalt des Wortes Freiheit gewinnt ganz neue Bedeutung. Wer hätte gedacht, dass wir unsere freiheitliche Demokratie dadurch retten, dass wir sie unabhängig machen vom fossilen Ancien Regime, das durch Russland verkörpert wird. Eine Aufgabe für Demokratinnen und Demokraten, die wir vor wenigen Jahren so noch kaum formuliert hätten. Und wenn ich nun schließlich sage, dass wir eben erlebt haben, wie eine freiheitliche Demokratie, Kernland Europas, eine Faschistin gewählt hat, dann sehen wir, dass Demokratien erkennbar auch in etwas umkippen können, was wir eigentlich nicht mehr diskutieren wollten. Rasant und radikal werden unsere Freiheitsbegriffe herausgefordert. Was für ein Glück haben wir, das heute Abend hier besprechen zu dürfen, die verschiedenen Gesichter der Freiheit ansehen zu dürfen. Unter der Frage, was ist Freiheit, was bedroht sie? Und jetzt darf ich endlich Gäste vorstellen, aber ich hoffe, Sie verstehen, dass ich die Erschütterung unserer Begriffe in das Zentrum stellen wollte, denn unsere Gewohnheiten, unsere liebgewordenen Gewohnheiten werden wir ja schließlich nicht weiter als unsere Begleiterinnen hegen dürfen, sondern wir werden neu ansetzen müssen. Es ist mir eine Ehre, Eva Illouz zuerst begrüßen zu dürfen. Eva Illouz ist Soziologin. Sie ist nebenbei geboren in Fez in Marokko, eine französisch-israelisch-europäische Kosmopolitin, die an der Hebrew University in Jerusalem lange unterrichtet, nun Directrice d'Etudes an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris ist. Und ich darf hinzufügen, dass sie auch nach Hamburg kommen wird als Fellow des HIAS. Das ist eine gute Botschaft, die in die Zukunft weist.
Und ebenso hinzufügen, dass wir Sie in meiner Zeitung der Zeit geehrt haben als eine der 12 Denkerinnen, die unsere Zukunft prägen werden. Wir haben das getan, weil Sie eine eminente Erforscherin des Zusammenhangs von Gefühlen und Kapitalismus ist, aber gleichzeitig eine brillante politische Analytikerin. Sie hat gleich nach Kriegsbeginn in der Zeit einen Aufsatz darüber geschrieben, dass Putin die moralische Nachkriegsordnung gerade neu schreibt, weil er behauptet, die Ukraine zu entnazifizieren. Sie ist als politische Analytikerin zu allen großen Themen unserer Zeit ebenso zur Stelle wie als Wissenschaftlerin. Ich darf neben Eva Illus begrüßen Marjana Gaponenko, die Schriftstellerin, von der man sagen kann, dass sie eine Ost-West-Mitteleuropäerin ist, wie wir kaum andere begrüßen könnten. Geboren in Odessa, einer Stadt, die man endlich auch im Westen kennt. Tochter eines Georgiers und einer Ukrainerin, heute in Wien lebend, groß geworden mit Russisch als Muttersprache. Und schon als Schülerin hat sie begonnen, in der deutschen Sprache des ehemaligen Staatsfeindes Nummer 1 Gedichte zu schreiben. Sie hat ihr ganzes Werk auf Deutsch geschrieben, nach mehrjährigen Stationen in Krakau und Dublin, in Wien und Mainz, hat mit ihrem Roman Wer ist Martha den Chamisso-Preis gewonnen. Der Büchner-Preisträger Clemens Setz nennt sie aus guten Gründen eine der ungewöhnlichsten Dichterinnen deutscher Sprache. Und ich verdanke dieser Ukrainerin einen der schönsten Sätze, die das Urteil von Clemens Setz, glaube ich, bestätigen. Dieser Satz heißt: Wer Vögel beobachtet, kennt die Daseinsfreude. Willkommen, Marjana Gaponenko. Und drittens darf ich begrüßen Kai Gehring, der hier die Regierungsverantwortung mit ins Hamburger Rathaus getragen hat als Abgeordneter des Deutschen Bundestages, der hier für die Sphäre der Politik steht, einer Demokratie, die im Stundentakt Gesetze verabschiedet, die im Stundentakt Entscheidungen zu treffen hat. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, selbst gelernter Sozialwissenschaftler, aus dem Ruhrpott kommend, aber nun mitten in Europa, in Berlin, im Schlamassel sitzend und die Freiheitsrechte von uns allen verteidigt, ausgerechnet für die Grünen, jener Partei, der man immer vorgeworfen hat, für Verbote zuständig zu sein. Wie lange liegt das zurück? Eine Freiheitspartei, die sich zwar mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, die Freiheiten einzuschränken, und in Wirklichkeit gerade die Partei ist, die für Energiefreiheit und Freiheitsenergien sorgt. Willkommen, Kai Gehring. Danke für die Anteilnahme. So, und nun aber wollen wir versuchen, der fast unmöglichen Aufgabe gerecht zu werden, der Sphäre der Sozialwissenschaft, der Kunst und der Politik und Gesellschaft das Wort zu erteilen. Und ich hoffe, Sie machen jetzt Herzen und Ohren möglichst weit auf, denn es wird hier nicht auf einen Begriff, auf einen Nenner zu bringen sein. Wir werden multiperspektivisch durch diesen Abend gehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir die innere Freiheit besitzen, hier mit Aporien, Widersprüchen, Unverträglichkeiten und Fremdheiten zurechtzukommen. Und ich selber empfinde es als das Geschenk unserer Zeit, dass endlich die Fenster weit offen stehen. Eva Illus, zuerst möchte ich Ihnen das Wort erteilen und Sie bitten, uns zu erzählen, was ist das, Freiheit, und was bedroht sie? The floor is yours. Yes, so I'll try to answer. But before I do that, I wanted to thank the organizers for
having me in this spectacular room, this art house. And thank you for putting me with Elisabeth Fontana, and it's always an immense pleasure to be in dialogue with her. So when you ask me this question, Elisabeth, I mean, I hope you were not expecting an answer. you know, I was, so my first answer is that freedom is a kind of primary good, what John Rawls called a primary good. I would say there is something about freedom that is, about the claim to freedom that is a kind of reflex reaction of individuals. It is what the women in Iran are screaming right now on the streets, women, life, liberty. This is what they're screaming. It is the claim of Moses who talks to Pharaoh and who tells him, let my people go. And so, in a way, slavery is a paradigm to help us think about this, about freedom as a primary good, what I call the primary good. And I was reminded of the Universal Declaration of Human Rights that was drafted in 1947 by the United Nations. And there, right there, in the preamble of that declaration, it says, and I have to quote you, it's really, really at the beginning, whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief, and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. So really, I mean, that is, so first, I mean, I want to say there is a moral intuition that the moral life and that the affirmation of the dignity of human beings start by the affirmation of their fundamental freedom from, as it says here, from misery, from fear, and it lies also in the capacity that they have to determine how they will deal with their body, how they will handle their body, what they will do with it. So that's my first answer. And then, of course, you know, there is a second level in which you think that this is not only that political theory that became really dominant in modernity, that of liberalism, is actually the political theory that claims that the freedom of the individual is the most sacred principle of how we should organize our political life together. You know, that's the heart and core of liberalism as a political theory. That is a political theory in which the law and the state are geared towards protecting the individual. And if you look at the evolution of the law, then you see how many laws, in fact, derive from that simple principle, whether it is the law of, you know, that defends the privacy of individuals. And by the way, the right of abortion has been derived also from the freedom to have a private life, freedom of expression, freedom to practice a religion, and in general, the freedom to pursue your own definition of the good life, as, you know, John Stuart Mill would have put it. And so this particular regime was accompanied by what Isaiah Berlin called negative freedom. Negative freedom is really the conception of freedom we have come to view as fundamental to our society, which is the freedom to do what you want without hindrance by the state, as long as you do not obstruct the freedom of others. That's what Isaiah Berlin famously called negative freedom. Now,
I think a lot of problems, if I may say so, I'm not going to talk about current affairs, although we can do that afterwards in the discussion. I was trying to think in a more principled way about freedom. I think, in fact, one of the interesting things that has happened, that's why I think the title of this conference is so interesting. I mean, I think a lot of the problems that have happened to freedom is not only that there have been attacks, anti-freedom attacks. That's simple, I want to say. Analytically, it's simple to analyze. I think what is more complicated and challenging to analyze is when freedom actually conflicts with other goods that are no less primary in society. So let me just give you three examples of what I mean. So negative freedom can become, and does become quite often, what Gunther Anders called self-assertive freedom. And self-assertive freedom is the fact that I express myself, I want to express myself. Expressing myself becomes more important than having a relationship, for example, with others. So we can see self-assertive freedom, by the way, I think the crisis of the environment is an expression of self-assertive freedom. Capitalism has been an economic theory of freedom, and that freedom run amok has actually, you know, enabled people to express themselves in a way and have destroyed nature. And self-assertive freedom is also at work in relationships in which, you know, your own interests, your self-expression, your needs, your action becomes so self-centered that it actually destroys the possibility of having relationships. So that's just one example. The second example is actually Marx. Marx already in the 19th century understands one of the problems of freedom. And he says, freedom is what the bourgeois society, say the democratic society, wants to promote. But he says, freedom will never really be accomplished as long as we don't have equality. And very interestingly, I think this is a reflection that MacKinnon has developed, actually. Catherine MacKinnon, the great feminist theorist, developed when she said, and I quote her, to privilege freedom before equality, freedom before justice, will only further liberate the power of the powerful. And so that is the second objection to freedom. That is the reason why freedom is in crisis. It is because you see that, in fact, you know, for the last 40 years, with what's, you know, we have called the neoliberalization of markets and of regulation of markets, inequalities have vastly increased. And with inequalities come populist reactions that are actually, I think, threatening our democracies from within. And my last example is that freedom of expression threatens the capacity to look for the truth. The internet, if you remember, when the internet came about, there was a feeling that this was an amazing democratization, that there was an amazing democratic potential in it. And the democratic potential was mostly that people could express themselves and also could acquire democratically some knowledge. And I, like many others, believed in that democratic utopia. Now we are at the point where we understand and we see that the internet is actually a huge mess, especially in terms of truth seeking, what we used to think of as truth seeking. Truth seeking really demands constraint. It is a very constraining exercise. I'm not saying, you know, truth itself. I'm saying just the very act of looking for truth. And the internet has completely disposed, if you want, of those constraints that we put previously on our speech, that were invisibly embedded on our speech. It has really
become just a matter of self-expression, but a kind of self-expression that deeply undermines the possibility of talking in common about a common reality. And that, for me, is also a very serious threat, because if you cannot have a common world of facts on which we can agree, then really a common world, period, a world I share with you, is not possible. Thank you. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Die Meinungsfreiheit, die die Wahrheit bedroht, das ist eine Freiheit, die sich selbst bedroht, die Freiheit des Kapitalismus, die die hohen Werte von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit bedroht, eine weitere Aporie. Ich würde gerne jetzt Danke sagen und Mariana Gabonenko bitten, ihre Vorstellung, ihre Idee von Freiheit uns als nächstes zu berichten. Was ist Freiheit und was bedroht sie? Ja, was ist Freiheit? Vor dem Krieg hätte ich gesagt, das ist die Seele, von deren Existenz und Unsterblichkeit ich überzeugt bin. Vor dem Krieg hätte ich gesagt, das ist die Möglichkeit zu diskutieren, sich zu streiten, sich die Haare auf dem Kopf zu rasieren und den Schnurrbart nicht abzurasieren, und dass am nächsten Tag ein empörter Leser und Lehrer, Helmut W., einen Leserbrief schreibt und der in einer überregionalen Zeitung abgedruckt wird. Vor dem Krieg hätte ich das gesagt. Das empfinde ich immer noch so, aber der Krieg dominiert mein ganzes Gefühl, Leben dermaßen, dass ich nur eine einzige Antwort auf diese Frage weiß. Es ist einfach buchstäblich die Freiheit. Also in einer liberalen Gesellschaft, in der Freiheit selbstverständlich ist, wird sich darüber gestritten, wird sich über die Limitierung dieser Freiheit gestritten. Warum muss ich hier eine Maske tragen? Warum darf ich hier nicht parken? Und in diesem Fall ist die Freiheit standortgebunden. Aber aus iranischer oder ukrainischer Sicht ist die Freiheit einfach buchstäblich zu verstehen. Es geht einfach darum, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, sich als Gesellschaft, als Gemeinschaft auszutauschen über primäre, ich meine, über sekundäre, individuelle Freiheiten, dass man diese Chance überhaupt hat. Darum geht's. Und bedroht wird sie natürlich, wie man sieht, durch narzisstische Autokraten, die sich der Denkfaulheit einiger ihrer Untertanen bedienen, die danach lechzen, sehr einfache Fragen auf komplexe Antworten zu bekommen. Und darum sind ja auch dann diese Menschen auch Feinde der Freiheit, in meiner Wahrnehmung. Wer sind die Feinde der Freiheit? Die denkfaulen Untertanen. Wie bitte? Die denkfaulen Untertanen, die einfache Antworten brauchen. Ist aus Ihrer Perspektive der sogenannte Westen, also die vielen liberalen Demokratien im Westen Europas und darüber hinaus, sind das Menschen, die die Freiheit mit Faulheit anschauen und denen es daran fehlt, für grundlegende Freiheit zu kämpfen? Der sogenannte kollektive Westen, ich kann das Wort nicht mehr hören, aber das höre ich da unten in den russischen Nachrichten. Ich habe nichts gegen den Westen, ich fühle mich hier mehr als wohl, aber ich habe den Eindruck, dass der Westen, dass die
dass einige Intellektuelle des Westens immer noch nicht verstanden haben, warum es geht. Dass sie sich sehr wohl fühlen auf ihrem Zaun und sie als Zaungäste einfach zuschauen und ihre weiße Weste sehr gerne tragen. Und dass sie einfach nicht absteigen wollen und dass sie einfach nicht, dass sie sich einfach nicht positionieren können, weil sie Angst haben, vielleicht der Wahrheit ins Auge zu schauen. Ja, also es geht einfach um die Positionierung. Und in meinem persönlichen Fall, ich bin ukrainische Staatsbürgerin, geht es darum, dass ich, obwohl ich es immer vermieden habe, pathetisch zu, irgendwie rüber zu klingen, vielleicht nur aus Spaß, aber ich habe es immer vermieden, so mit diesem Pathos irgendwie um mich herumzuwerfen. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich der Meinung, als Ukrainerin, wer nicht bereit ist, für die Freiheit zu sterben, verdient es nicht, in Freiheit zu leben. Das ist das, was ich dem kollektiven Westen sagen möchte, als Ukrainerin. Und das ist die bittere Wirklichkeit, in der ich lebe, seit dem 24. Februar. Und es ist schön, ja, schön, diese Prosperität zu leben, Demokratie zu leben, aber sich die Frage zu stellen, woher kam russisches Gas, warum war es so billig all die Jahre? Und wie ist es überhaupt gekommen? Es kam doch nicht aus heiterem Himmel, dieser Krieg. Und die beiden Tschetschenienkriege und Abchasische Krieg, Georgien, es kam doch nicht von heute auf morgen. Dass man sich einfach der Frage stellt, warum ist das alles so passiert? Ich möchte nicht irgendwie so Bashing betreiben und Schuldgefühle hervorrufen, aber die Ukraine kämpft und das tut sie gut. Und man sollte sie wenigstens mental auch unterstützen und nicht diese Narrative Putins bedienen, auch scherzhaft und sich überhaupt gedanklich in diese Richtung bewegen, dass wir, wenn Sie die Bilder aus Cherson sehen, wie diese Menschen ohne Strom mit ihren Kindern um ein Lagerfeuer tanzen, ich weiß nicht, woran Sie gedacht haben, aber ich glaube, es gab einige in Deutschland, die sich gedacht haben, wer verrückt geworden, Neonazisten, die um ein Lagerfeuer tanzen und unsere Nationalhymne singen. Aber diese Wirklichkeit, die muss wirklich gespürt werden. Ich kann Ihnen nicht erklären, wie sich das anfühlt. Also ich kann Ihnen nur sagen, es ist schwer, sich anzuhören, dass man ja, dass man so Nazi ist, also diese Diffamierung, die ich erfahren habe als Ukrainerin, dass wir irgendwelche Neonazisten sind, das war für mich etwas Neues, weil ich komme aus Odessa, ich hätte mir nie die Frage gestellt, ob ich gute ukrainische Staatsbürgerin bin, weil die Sprache in meiner Welt und überhaupt diese politische Färbung keine Rolle gespielt hat. Diese Frage hat sich jetzt mir erst jetzt gestellt, weil ich mich angegriffen gefühlt habe, nicht zuletzt durch die Bilder und durch die Tatsache, dass mein Land angegriffen wurde, einfach durch die Tatsache, dass die Ukraine diffamiert wurde, dass wir einfach als Nazis, als Neonazis abgestempelt werden. Und ob er damit seine Landsleute irgendwie beeindrucken will mit diesem Narrativ oder ob sich dieser Begriff an den Westen oder an uns richtet, das spielt immer weniger eine Rolle in meiner Welt, weil ich habe irgendwann aufgehört, diese Nachrichten aus dem Osten überhaupt irgendwie zur Kenntnis zu nehmen, vielleicht aus wissenschaftlicher Neugierde, was sie so alles posten, berichten. Ja. Vielleicht darf ich im Moment nur noch eine Frage Ihnen zurückspielen. Wer hat in Ihren Augen die Pflicht, die Freiheit zu verteidigen, die Freiheit der Ukraine? Sie sagten, wer nicht bereit ist, für die Freiheit zu sterben, soll auch nicht in Freiheit leben. Wer hat diese Pflicht? Diese Pflicht, das tun wir vor Ort. Wir kämpfen um unsere Existenz. Mhm. Und Europa könnte sich... Der Westen, der Kollektive, könnte sich
wenn es eine freie Minute, wenn er eine freie Minute Zeit hat, könnte sich die Frage stellen, was ihn überhaupt ausmacht, ob diese Werte, die gepredigt werden, gelebt werden. Also ich finde, es ist keine gute Idee, mit Autokraten Kirschen zu essen. Und in diese saure Zitrone müsste der Westen theoretisch jetzt beißen, weil dann irgendwann ist es zu spät. Und dann bricht alles zusammen, der ganze Baum kracht auf uns alle runter mit den ganzen Kirschen. Jetzt ist die Zeit, meines Erachtens, sich diese Frage zu stellen. Denen wir uns in den westlichen Demokratien viel zu lange nicht gestellt haben. Ich denke an einen Text von Ihnen aus dem Jahr 2015, wo Sie nach der Annexion der Krim auf einem Staatsbesuch waren und in vollem Bewusstsein dessen, was da passiert war, geschrieben haben. Das war zu einem Zeitpunkt, als der Westen noch nicht begriffen hatte, dass es um die Freiheit gehen würde. Also ich glaube, die Ukraine wurde lange Zeit verkannt. Und ich muss sagen, ein Teil der Bevölkerung, ein Teil der Zivilgesellschaft in der Ukraine hat überhaupt nicht realisiert, was wir alles aneinander haben. Wir wurden erst jetzt in diesen Monaten zu einer Gemeinschaft, zu einer politischen Gemeinschaft. Mhm. Und ich glaube, die meisten sind bereit zu sterben. Für die Freiheit, für das Recht, selbstbestimmt zu leben. Es klingt alles nach so einem schlechten Witz aus dem letzten Jahrhundert, aber es ist so. Schauen Sie sich diese Menschen in Cherson an, diese glücklichen Gesichter. Man kann nur solidarisch mit der Ukraine sein, man kann sie nur noch mehr mögen und noch sympathischer finden. Diese Frauen, die wissen, der Winter kommt und die haben keinen Strom, haben kein Wasser und vielleicht wird es noch schlimmer. Von 280.000 Bewohnerinnen und Bewohner sind 80.000 in der Stadt geblieben. Es ist sehr beeindruckend, so für mich zumindest, zu sehen, wie man sich freuen kann, wenn die Wahrheit triumphiert. Einfach wenn man das Gefühl hat, wir gehören zusammen, wir würden wieder vereint mit dem Festland. Vielleicht können wir, wenn wir das Gespräch nachher öffnen, noch auf diese Frage zu sprechen kommen, was eigentlich die Opfer für die freiheitliche Art zu leben sind, die eine Gesellschaft bereit ist zu bringen. Vielleicht darf ich Ihnen jetzt erst mal danken und jetzt hat Kai Gehring die Aufgabe, aus der Perspektive des Politikers zu sagen, was sich gegenwärtig in seinen Augen als Freiheit darstellt. Und natürlich sind Sie frei, Kai Gehring, auf die beiden anderen, die wissenschaftliche und die staatsbürgerlich-ukrainische Perspektive, schon Bezug zu nehmen, wenn Sie möchten. Aber zunächst einmal die Frage ebenso an Sie, was ist Freiheit und was bedroht Sie? Ich möchte mich auch erstmal bedanken für die Einladung. Und dieser Saal ist noch beeindruckender als das Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestages. Und ich möchte mich auch für Ihre Anteilnahme für politisch Handelnde bedanken, denn die vielen Freiheitsfragen, die jetzt hier schon aufgeworfen wurden, in all ihrer globalen Ungleichzeitigkeit, mit all ihren Paradoxien in Zeiten multipler Krisen, wo man das Gefühl hat, es kommt jetzt immer noch eine oben drauf. Durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ja nicht nur eine Kriegskrise in einem europäischen Nachbarland, wo ein Freiheitskampf auch für uns alle miteinander stellvertretend geführt wird. Es ist ja nicht nur so, dass die Freiheit der Ukraine, sondern auch die Freiheit der europäischen Gemeinschaft und insbesondere der baltischen Staaten dort mitverteidigt wird. Gleichzeitig wir eben als politisch Handelnde auch gefordert sind, auf viele dieser Freiheitsfragen Antworten und Orientierung zu geben, wo man merkt, dass auch wir teilweise auf der Suche sind und eben auch gleichzeitig sehr, sehr schnell handeln müssen.
Verschiedenste Wissenschaftsdisziplinen haben ja jetzt über Jahrhunderte oder Jahrtausende überlegt, was ist Freiheit? Und deshalb kann meine Antwort nur unterkomplex sein. Mein Freiheitsideal ist allerdings nach wie vor gleiche Freiheit für alle. Gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde. Und die Achtung der Universalität der Menschenrechte. Das sind keine westlichen Werte, sondern weltweite Werte. Und deshalb finde ich auch, dass unser Grundgesetz ein Freiheitsdokument ist. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, nur die Würde des Deutschen ist unantastbar oder nur die Würde des Mannes oder nur die Würde des Heterosexuellen oder nur die Würde des oder derjenigen, die seit Jahrzehnten in unserem Land leben mit ihren Vorfahren, sondern die Würde aller Menschen ist unantastbar. Und das ist bei mir sehr eng mit meinem Freiheitsbegriff verbunden. Und davon ausgehend, ich bin ja hier auch eingeladen als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung, ist mir auch bei der Fahrt hierhin klar geworden, wir sind nicht nur der Zukunftsgestaltungsausschuss Nummer 1, sondern auch ein Freiheitsausschuss, weil es beim Bildungsausschuss um Chancen für alle geht. Bildung, Bildung, Bildung ist ein zentrales Zugangsticket für Selbstverwirklichung, für Freiheit, für Chancen, für Entfaltungsmöglichkeiten jenseits der Herkunft. Und wir sind auch ein Ausschuss, der sich sieht als Hüter oder Garant für Wissenschaftsfreiheit. Es ist schon angesprochen worden, auch von Frau Senatorin, dass es um die Wissenschaftsfreiheit hierzulande sehr gut bestellt ist. Mit Verfassungsrang in Artikel 5 und beim Academic Freedom Index auf Platz 1 im internationalen Vergleich. Und trotzdem fällt das ja nicht vom Himmel, sondern muss Wissenschaftsfreiheit auch hierzulande immer wieder geschützt und auch nach vorne gedacht werden, weil auch wir hier Bedrohungen erleben. Durch Fake News, durch Desinformationskampagnen, durch Verschwörungsideologien, durch Feinde der Wissenschaftsfreiheit und damit auch letztlich Demokratiefeinden. Wissenschaftsfeinde sind Demokratiefeinde. Und wenn Sie KlimaforscherInnen und wenn Sie verschiedene Geisteswissenschaftler bedrohen, dann ist das ein Angriff auf unsere Freiheit. Aber die Wissenschaftsfreiheit ist vor allem global gefährdet, in vielen Autokratien. Und das eben am Beispiel Iran. Frauen, Leben, Freiheit ist hier genannt worden. Es ist kein Zufall, dass dieses brutale Mullah-Regime die Freiheitskämpfe der Frauen, wo sich Männer dazugesellten und insbesondere die junge Generation auch für Freiheit auf die Straße geht, insbesondere in Schulen, in Bildungseinrichtungen und in Universitäten zugeschlagen hat, mit Verhaftungen, mit Gewaltexzessen, mit Inhaftierungen in Folterknästen und Exekutionen, weil Intelligenzia, weil Studierende, weil das kritische Potenzial in den Universitäten eine besondere Bedrohung für geschlossene Diktaturen ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch uns für Wissenschaftsfreiheit weltweit stärker einsetzen. Wir diskutieren im Bundestag viel über deutsch-chinesische Wissenschaftskooperationen, weil wir natürlich Wissenschaftsfreiheit als unseren Wert weltweit zur Geltung bringen wollen und müssen, aber auch unsere originären Schutzinteressen stärker definieren müssen. Auch unsere deutschen Eigeninteressen, was digitale und technologische Souveränität beispielsweise angeht. Die größten Bedrohungen unserer Freiheit, haben Sie gefragt, das ist der Krieg gegen die Ukraine als Abwesenheit von Frieden und massivste elementare Freiheitsbedrohung, wo europäische Integration sicherlich auch ein Inbegriff der Überwindung von Unfreiheit sein kann und wo die multiple Kriegsführung von Putin die Freiheit von uns allen bedroht. Und das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist die Klimakrise. Denn die eskaliert munter weiter. Und wir befinden uns gerade, das haben Sie bei der Berichterstattung zu COP27 vernommen,
auf einem 2,8-Grad-Pfad. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir nicht nur in der Klimakrise, dann sind wir in der Klimakatastrophe oder auf dem Highway in die Klimahölle mit durchgedrücktem Gaspedal, wie es formuliert wurde. Und deshalb ist, wenn die Klimakrise weiter eskaliert, das für uns alle, für die internationale Staatengemeinschaft, eine ganz besondere Freiheitsbedrohung, sowohl für die heutigen Generationen, weil viele der massivsten Auswirkungen gerade jetzt schon im globalen Süden spürbar sind, aber eben auch für künftige Generationen. Und deshalb, ich erinnere mich immer wieder in diesen Tagen auch an das eines der ersten grünen Wahlplakate. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und damit ist auch klar, dass die planetaren Grenzen auch ein Stück weit die Freiheitsgrenzen mit definieren. Und wenn man sich anschaut, was das Bundesverfassungsgericht uns im letzten Jahr ins Stammbuch geschrieben hat, dann ist Klimaschutz Menschenschutz und auch Freiheitsschutz. Und das sind aus meiner Sicht zwei sehr wichtige Dimensionen. Jetzt sollen wir ja alle etwas theoretischer und allgemeiner uns auch der Freiheit widmen, aber ich möchte aktuell als Konsequenz aus dem Angriffskrieg und den neuen Fragestellungen auch sehr deutlich sagen, Freiheit erfordert, dass unsere Sicherheit besser geschützt wird. Und ich hätte vor 2 Jahren auch nicht gedacht, dass ich als Grüner formuliere, dazu gehört auch militärische Wehrhaftigkeit, weil wir verletzbar geworden sind und weil wir als Bundesrepublik und Europa resilienter und robuster werden müssen. Übrigens auch beim Schutz unserer kritischen Infrastrukturen. Und wir brauchen weniger Abhängigkeiten. Es ist doch einfach irre gewesen. Und übrigens auch gegen den Ratschlag der Friedensforschung, dass wir uns 20 Jahre vom Putin-Gas haben derart abhängig gemacht. Jeder Mittelständler und jeder Bankberater hätte gesagt, es muss doch um Risikostreuung gehen. Und es war eben nicht so ein privatwirtschaftliches Projekt, sondern auch die baltischen Staaten haben sehr klar gesagt, Putin verfolgt damit eine geopolitische Strategie, passt da auf. Und diese Warnung haben wir überhört. Und jetzt haben nicht nur die Ukraine, die haben ein existenzielles Problem, aber wir haben dadurch eben auch viele Herausforderungen hier zu wuppen. Und deshalb muss es jetzt viel mehr um diese akute Krisenbewältigung gehen und dann eben auch künftig um Krisenvorsorge, sich nie wieder von irgendeiner Diktatur auf dem Globus derart abhängig zu machen, wie wir das in den letzten 20 Jahren leider getan haben. Ja, zunächst meinen Dank auch Ihnen, Kai Gehring. Ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Die Freiheitsbegriffe, die im Raum stehen, sind so vielfältig geworden, dass wir die knappe Zeit, die wir miteinander haben, nur nutzen können, wenn wir uns jetzt fokussieren und konzentrieren. Und ich würde deswegen gerne 2 Aspekte jetzt in den Mittelpunkt stellen des Gesprächs. Einmal das, was Eva Illouz angesprochen hat, die Sorge, dass freiheitliche Demokratien nicht Bestand haben können, wenn sie keine gemeinsame Faktenbasis teilen, also die Wahrheit nicht mehr ermitteln können, weil es einen Exzess an Meinungsfreiheit gibt. Das ist die Gefahr, dass die Demokratie mit ihrer Freiheit an sich selbst erstickt, gewissermaßen, weil sie damit nicht zurechtkommen kann, dass zu viele Meinungen über das Internet zirkulieren. Der andere Aspekt, auf den ich gerne fokussieren möchte, ist die Frage, welche Opfer es eigentlich erfordert, eine freiheitliche Lebensform zu retten und zu kultivieren. Und vielleicht darf ich damit anfangen, denn ich habe im Ohr, und jetzt bitte ich Sie, eine kleine Zeitreise mit mir zu machen, wie im Jahr 1942
sich der US-amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt an seine Bevölkerung wendet. Er möchte seine Bevölkerung im Kampf gegen Hitler zum Energiesparen auffordern. Und er sagt, ich schlage Ihnen vor, machen Sie abends das Licht aus, fahren Sie auf den Straßen nur 35 Meilen, verzichten Sie auf Fleisch, er kündigt ungeheuerliche Steuererhöhungen an. Und warum schlägt er das den US-Amerikanerinnen und Amerikanern vor? Er sagt, wenn wir am Ende dieses großen Kampfes unsere freiheitliche Art zu leben gerettet haben, wird all das kein Opfer gewesen sein. Ich habe das gehört und gelesen und habe gedacht, auweia, und wie steht's um uns Europäerinnen und Europäer? Welche Opfer Stand November 2022 bringen eigentlich freiheitliche Demokratien um ihre Freiheit, Unabhängigkeit von den fossilen Autokraten zu sichern? Wenn Sie mögen, geben Sie mir doch bitte eine Idee. Welche Opfer können freiheitliche Demokratien geben, um ihre Freiheit in diesem Sinne zu retten? Wer traut sich? So, I will go first. Sorry, I got. You know, I don't believe in an idea of freedom that is just unhampered. Freedom always is always constrained if it's good freedom. And in fact, living in common demands a constraint on our freedom. And so one of the interesting things that happened during the pandemic, especially if you looked at the United States, but it happened also here with the AfD, was that the party, I want to say, or the group of people who contested the reality of the virus or the reality or the efficacy of the vaccine or of wearing masks did it in the US, it was very clear. The reason why they did it was because freedom was an absolute value. And they did not recognize to the state the right to infringe upon their freedom whether to wear or not to wear a mask, which was actually accompanied as well by what we can call a complete breakdown in public epistemology, that is, in the ways in which facts and truth was discussed publicly. There was a complete breakdown of that. And it was done precisely in the name of freedom. That is what is so interesting. So, you know, it depends where you have this discussion, because if you're having this discussion in the United States, if you defend freedom, if you're a libertarian, it's really a very different thing than if you're doing it in Iran, for example. Of, you know, very, very different. So I think we should be, first of all, very careful about not using the word freedom as if it was an absolute value, because in the United States, freedom stands for what I personally view as the most reactionary forces at work in society. And in other societies, it would, of course, be synonymous with what I view as progressive forces. So that was my first point. I'm sorry, I forgot the question. Welche Opfer geben freiheitliche Demokratien, um in Freiheit leben? Zu welchen Opfern sind freiheitliche Demokratien bereit, um die Freiheit zu? I don't know exactly. I don't know that. You know, I think if you agree with me that we are actually constantly making sacrifices for the common good, in the way we did for, during the pandemic,
we sacrificed a great deal, actually, and we did it in an extraordinarily obedient way. I mean, there was a deprivation of freedom that has no precedent. You know, 5 billion people were confined in their home and did not protest by and large. They just did it. Mm-hmm. At least in Europe, we did it. Mm-hmm. So I think that the question is for what? It's not exactly what sacrifices, it is for what? Because I think that good citizenry, good citizens, if they have been, if they have received a democratic education, will sacrifice a lot in order to defend a good that is superior or that is as equally important. Mm-hmm. Yeah. Möchten Sie auf diese Frage nach den Opfern, die wir bereit sind zu geben, auch antworten? Ich würde vielleicht mal damit einsteigen wollen, dass ich freiheitliche Demokratien für die beste Staatsform halte und für überlegen gegenüber Diktaturen. Und ich glaube, es stünde uns als gewachsener Demokratie sehr gut zu Gesicht, das auch selbstbewusst weltweit zum Ausdruck zu bringen, dass Demokratien mit ihren Grundfreiheiten, mit der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, mit all diesen Freiheiten, mit Pluralismus, damit auch mit Rede, Gegenrede, mit Kreativität, mit Freiräumen, mit all dem, was Demokratie ausmacht, eben auch öffentlichen Abwägungsprozessen einer Diktatur, die einfach eine Entscheidung trifft und das unbarmherzig top-down vollstreckt, überlegen sein kann und überlegen sein sollte. Wir müssen für unsere Staatsform werben und wir sehen an den Freiheitskämpfen im Iran, wir sehen in vielen anderen Regionen dieser Welt und wir erleben gerade in unserer unmittelbaren Nachbarschaft in der Ukraine, wie Menschen sich nach dieser Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und eben auch Schutz vor Unfreiheit sehen und dafür kämpfen. Welche Opfer sind wir bereit zu bringen? Vielleicht muss man erstmal sagen, dass wir eigentlich infolge des Angriffskriegs am 24. Februar auch unsere Politik auf Bundesebene und auch auf Landesebene, auf allen politischen Ebenen sehr, sehr deutlich verändern mussten. Ich weiß nur, ich saß mit Katharina Fegewang zusammen und wir haben den Koalitionsvertrag ausgehandelt im Wissenschaftskapitel und haben uns nicht der Frage eines Angriffskriegs zu dem Zeitpunkt gewidmet. Aber wir reden jetzt über Zeitenwende. Wir reden jetzt über den Schutz kritischer Infrastrukturen. Wir diskutieren über eine fossil getriebene Inflation. Und all diese ganzen Fragestellungen, die jetzt mit Wumms auf die Agenda gekommen sind. Und da ist es natürlich so wichtig, unsere freiheitliche Demokratie auch resilienter zu machen, robuster zu machen und zu schützen für all die Krisen, die schon stattfinden und die auch noch kommen. Und ich glaube, dass wir den Menschen mehr zutrauen können. Ich glaube, dass, also wenn ich das so mitbekomme, in der Nachbarschaft schon fast so ein Wettbewerb da ist, wer spart am meisten Energie ein. Und da kann man auch mal sagen, boah ey, was haben wir als Demokratie geschafft? Die Gasspeicher sind jetzt zu 100% voll und es sind 30% Energie bereits eingespart. Da kann man ja auch mal sagen, wer hätte uns das eigentlich zugetraut? Oder in 7 Monaten LNG-Terminals zu bauen oder über 25 Gesetze jetzt durch den Deutschen Bundestag gebracht zu haben, damit erneuerbare Energien eben in einer Massivität ausgebaut werden können, wie nie zuvor, wo es eben viele Jahre jetzt ja auch gedrosselt wurde. Und insofern liegt in dem Momentum der Krise auch eine Chance für tiefgreifende Veränderungen, die wir auch dringend brauchen. Und
Wir müssen, glaube ich, mit dem großen Verständnis reingehen, dass wir gerade bei den Menschen, die nicht ab Mittelschicht aufwärts unterwegs sind, wo der Geldbeutel knapp ist, wo man schon vor der Energiekrise ab Mitte des Monats jeden Cent umdrehen musste, dass wir da besonders unterstützen, weil eben die soziale Frage auch eine ganz entscheidende ist, wenn es um Freiheitsdebatten geht, hier auch zu unterstützen, diejenigen, die es ganz besonders brauchen, damit wir hier im Land auch das, was wir an Demokratie, das, was wir an Entscheidungen haben und das, was wir an Freiheit haben, auch in den nächsten Jahren so aufrechterhalten können. Frau Gaponenko, ich möchte Sie direkt fragen, wie klingt das in Ihren Ohren, wenn es darum geht, dass die deutsche Mittelschicht Verlustängste erlebt gegenwärtig, während wir wissen, dass Angriffe auf Kiew geflogen werden? Wie ist die Relation dieser Vorstellung von einem Opfer, das darin besteht, dass wir ein bisschen Energiesparen üben und uns dabei klasse fühlen, und der Frage, wie es sich lebt, wenn einem das eigene Haus weggeschossen wird? Ja, Ukrainerin hin oder her, aber ich war schon vor dem Krieg weit davon entfernt, fremde Gefühle abzuwerten und zu vergleichen. Deine Gefühle sind wichtiger oder größer als meine oder umgekehrt. Ich habe immer darauf geachtet, dass ich die Grenzen des anderen, nicht immer, aber seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, achte ich sehr darauf, dass ich nicht abwerte und kein Gaslighting betreibe. Das heißt, wenn Sie sagen, was empfinde ich, wenn so eine Forderung im Raum steht, es ist total unsexy, war Forderungen zu stellen, und so ein Opfer, es macht dafür, so ein Opfer bringen, Opfer zu bringen, macht niemandem Spaß. Aber ich glaube, was an der Zeit wäre, und ich glaube, die meisten haben inzwischen ein Gefühl dafür, wäre die Zeit des Abschiednehmens. Das wäre ein Opfer. Abschied nehmen von der alten Leichtigkeit, von der Welt von gestern. Das wäre ein Opfer in meinen Augen. Und dass man sich, ja, danke. Und dann, dass jeder sich dann die Frage stellt, was ist meine Aufgabe in dieser Gesellschaft, meine persönliche Verantwortung, weil das macht doch eine Gemeinschaft aus. Damit bin ich irgendwie aufgewachsen. Die Gemeinschaft der Bürger und Bürgerinnen trägt kollektiv und einzeln Verantwortung. Und das ist dann auch eine Verpflichtung. Es ist nie einfach, sich warm anzuziehen, die Heizung runterzudrehen, zu sparen. Es ist nie einfach. Aber die Wirklichkeit, man sucht sie sich leider nicht aus. Und ich wünschte, es gäbe keinen Krieg, und die Ukraine müsste den Westen nicht in diese Situation bringen, sich überhaupt diese Frage zu stellen. Aber es ist mal nur mal so. Und wenn es in ihrem Wertekompass diesen Zeiger nicht gibt, wenn er sich nicht rührt, dann gibt es diesen Zeiger nicht. Aber wenn es ihn gibt, dann wissen Sie die Antwort selbst. Und Sie werden das Richtige tun. Also ich möchte noch etwas sagen, danke. Was ich versäumt habe, in erster Linie zum Thema Freiheit, in erster Linie ist für mich als ehemalige Sowjetbürgerin, weil ich bin Anfang der 80er groß geworden, ist Freiheit Privatsphäre. Und das Gefühl, nicht beobachtet zu werden. Also ich muss sagen, ich hoffe, ich darf das sagen in diesem wunderschönen Rahmen, aber wir haben alle, ob Russland oder die Ukraine, aber ich meine die Menschen, die in dieser Zeit, in diesem kollektivistischen, menschenfeindlichen System groß geworden sind, und ich fürchte, dass sowas vererbt sich. Oder wird kultiviert von Putin, auf jeden Fall hundertprozentig. Wir haben offenbar ein Klo-Trauma. Wenn Sie die Bilder der letzten Monate gesehen haben, es hat mich schockiert. Ich hab mich überhaupt nicht amüsiert über die Tatsache, dass russische Soldaten
eine Kloschüssel für 20 Euro quer durch Eurasien schleppen? Ich habe mich nur gewundert und ich glaube, ich kann die Frage beantworten, warum Sie diese Kloschüssel mit nach Hause schleppen. Ich kenne noch die Zeit, in der es öffentliche Toiletten gab, ohne Schutzwände, nur mit Löchern im Boden. Solche Toiletten gab es an den Schulen, im Theater, im Zirkus, natürlich am Bahnhof. Und es ist unvorstellbar erniedrigend, als Kind oder als erwachsener Mensch so eine Toilette zu gehen, diese Toilette zu benutzen und das Gefühl zu haben, man ist nichts wert. Und das war natürlich alles absichtlich konstruiert, es hat schon eigentlich bei der Toilette angefangen. Und die Soldaten, die diese Kloschüsseln nach Hause schleppen, ich bin überzeugt, die haben so ein Plumpsklo zu Hause, so eine Holzkiste. Und sie wollen einfach also einen Porzellanthron in ihrem Holzhäuschen haben. Als Souvenir aus diesem freien, verdorbenen, dekadenten Westen. Das ist nur so. Aber die Ukraine möchte auf keinen Fall diese Zeit zurück. Sie möchte nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass ein Menschenleben nichts wert ist. Dass wir einfach alle so als Masse zählen und betrachtet werden. Das ist kein schönes Gefühl gewesen. Und angefangen hat es leider im intimsten Bereich, den man sich vorstellen kann. Und das ist Körperverletzung, das ist Gewalt. Ja. Freiheitsrecht, Schutz der Privatsphäre und der körperlichen Unversehrtheit, das plötzlich das letzte Wort hat. Denn tatsächlich haben wir versprochen, dass auch Sie Fragen stellen dürfen. Und nun hätten wir natürlich gerne Zeit bis heute Abend um 11. Ich würde gerne den Abend zum Diskutieren nutzen, aber ich glaube, wir müssen uns beschränken. Und deswegen möchte ich jetzt nicht versäumen, zumindest sagen wir zwei Fragen, die aus Ihrem Rahmen kommen, noch zu stellen. Wer möchte und sich dann möglichst konkret an die Anwesenden wenden? Ich sehe im Moment eine Hand dort links und entschuldigen Sie, es ist nicht. Und da vorne ist noch eine Hand von einem Herrn mit Brille. Ja, das sind zwei. Vielleicht nehmen wir die beiden zusammen und Sie adressieren sie möglichst konkret an die Anwesenden. Danke. Ja, ich möchte anfangen mit dem letzten Themenkomplex der Frage der Überlegenheit von Demokratien, weil ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde aber meinen, ich würde Sie gerne, würde gerne fragen, ob das so Konsens ist, dass man sagen kann, dass eine Demokratie überlegen ist über irgendwelche andere Rechtsformen, wenn es denn doch so ist, dass diese Demokratie nicht in der Lage ist, die Freiheit der Energie zu verteidigen, weil sie zu lange weggeschaut hat und das Primat der Ökonomie, also der Wirtschaftsmacht, über die politische Notwendigkeit einer klimafreundlichen Politik zu stellen. So will ich das mal so ganz kurz und knapp zusammenfassen. Und fokussieren. Kann die Demokratie eine überlegene Staatsform sein, wenn sie doch an der Klimafrage bisher gescheitert ist? Das ist die erste Frage. Darf ich den Herrn bitten, seine Frage gleich anzuschließen? Also meine Frage geht an Frau Illus und inwiefern sich in Zukunft Kapitalismus und Freiheit vermengen lassen. Ich habe das akustisch nicht ganz verstanden. Okay. Inwiefern lassen sich Freiheit und Kapitalismus in der Zukunft gestalten? Hast du verstanden? Ja. It's very just one of these tiny questions. Yeah, very tiny. I'm not sure how to answer your question because if, as I said before, if capitalism is defends one idea, it is the idea of freedom, and it has done it partly extremely successfully. It has defended the idea of freedom of labor,
of the circulation of commodities, of enterprise, of private property. It has done that extremely well. I think that when, and I think in a way it invites us again, my point is not, I mean, I think there is a way in which freedom is a fundamental good that can never be put into question, even when people are not willing to fight for it or die for it even more. It's a good that you bestow on human beings just by the fact that they are human beings, regardless of whether they are willing to die for it or not, obviously. And capitalism has transformed this into a system, which is what has justified capitalism in the eyes of many. You know, Hayek wrote a book about this, just about the theme of freedom and capitalism. Now I think we are, though, even though freedom is a good, and a fundamental good, I think that too much freedom, if it is not checked, if it is not regulated, if it is, it does not care to balance freedom with other goods, such as equality, it becomes tyranny. And I understood you were saying before, not that democracy is the best regime of all, but that democracy is always better than tyranny. Mm. And I think, in my opinion, that you're right. And so, given the phenomenal concentration of capital, given the fact that now some private individuals have the wealth of states, they have the power of states, and sometimes they make even states look weak and ridiculous. Given that they seem to be almost above the laws, you know, the internet techno-moguls, so I think we are running the risk of a new form of tyranny by through money, which has been a theme, a recurrent theme in the history of capitalism, and I think we may be into a new phase of this history where too much freedom, where freedom as the ideology that justifies unfettered capitalism actually conflicts with some other more or equally basic goods. That's what I have to say. Yeah. Ich wusste, dass wir in unlösbare Schwierigkeiten kommen würden. Und jetzt stecken wir mittendrin. Ich bin gebeten worden zu sagen, dass ein Empfang um 8:45 beginnt und möchte jetzt dagegen verstoßen, weil ich tatsächlich unbedingt noch hören möchte, was Frau Gapenenko und Herr Gehring auf die Frage antworten, ob die Demokratie eigentlich die Staatsform ist, die wir privilegieren sollten, obwohl sie mit der Klimafrage schlecht zurechtkommt, damit wir die Fragen abgerundet haben. Kommen denn Diktaturen mit der Klimafrage besser zurecht? Ich kann das nicht beobachten, sondern ich sehe, dass die Frage, wie herausfordernd ist die Lösung, zu einer Klimaneutralität in einem Land zu kommen, maßgeblich vom Industrialisierungsgrad abhängt. Und wie sehr man auf fossile Energien bisher gesetzt hat. Und das hat Deutschland in viel zu großem Umfang und viel zu lange. Deshalb gibt es einen Kohleausstieg, deshalb gibt es den Ausbau erneuerbaren Energien und deshalb gibt es viele Entscheidungen, die auch eine große ökologische und ökonomische Transformation in unserem Land jetzt beschleunigen. Und es entscheidet nicht der Demokratisierungsgrad allein, ob uns Klimaschutzmaßnahmen gelingen oder nicht. Ich gebe vielleicht einen Hinweis darauf, dass in einer Demokratie für Klimaschutz protestiert und demonstriert wird. Wenn da Zehntausende von Fridays for Future auf der Straße stehen, dann wären das in anderen Ländern Zehntausende Vermisste in Diktaturen. Und deshalb finde ich das gut, dass durch so eine aktive Zivilgesellschaft, durch eine junge Generation, durch die ganze
Fridays und Scientists for Future-Bewegung und wer alles zu dieser zivilgesellschaftlichen Klimaschutzbewegung auch dazugekommen ist, in unserer Demokratie es ein sehr klares Signal gibt, ihr müsst als politisch Handelnde, als wirtschaftlich Handelnde, wir alle als Gesellschaft Klimaschutz ernster nehmen, um die Kurve zu kriegen. Und vielleicht noch einen Hinweis, wo wir dann auch demokratische Beteiligungsrechte einschränken oder neu abwägen müssen. Das ist bei beschleunigten Genehmigungsverfahren beim Ausbau der Freiheitsenergien, der erneuerbaren Energien, die wir jetzt brauchen, um unsere Energiesouveränität und unsere freiheitliche, hoffentlich dann klimaneutrale Demokratie auch zu schützen. Ich will das mit der Klimakrise nochmal sehr, sehr scharf stellen, weil ich hoffe, dass wir an dieser Klimafrage nicht scheitern. Mein Partner und ich haben zwar selber keine Kinder, aber wir haben 5 Patenkinder im Kita- und im Grundschulalter. Und wenn ich mir überlege, wie ist es in den Großstädten, wenn die so alt sind wie ich oder im Jahr 2050, wo wir sehr genau wissen nach den Klimaforschungsszenarien, wie heiß es im Sommer auch hier in Deutschland wird, dann müssen wir, ob als Demokratie oder als internationale Staatengemeinschaft bei dieser Klimakrise diese Risiken für unsere Sicherheit so drastisch reduzieren, sonst ist das eben nicht nur eines der größten Menschheitsprobleme, sondern auch eines der größten Sicherheits- und Freiheitsprobleme, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und das fehlt ja teilweise. Wir können uns ja nicht mehr richtig vorstellen, was es bedeutet, im Krieg zu leben. Wir können uns doch teilweise kaum vorstellen, was es bedeutet, im Bombenkeller zu sitzen, um Angehörige zu trauern, zu sehen, dass das ganze Dorf kaputt gemacht wurde und vertrieben wurden, die Menschen. Und das ist eine Form, wo es aus unserer Sicht natürlich in Deutschland dann teilweise um Wohlstandsverluste geht, auch vielleicht um Dämpfer beim Wachstum, punktuell auch um Bequemlichkeitsverluste. Aber das ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit diesen existenziellen Fragestellungen, die man sich überall in der bedrohten und in der bombardierten Ukraine gerade stellt. Und deshalb ist es auch unsere Verantwortung als Demokratie, die Ukraine in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen, diplomatisch und militärisch und selbstverständlich auch denjenigen, die vertrieben wurden, hier ein neues Zuhause zu bieten. Das sind Heimatvertriebene, das sind Kriegsflüchtlinge und die müssen hierzulande und in Europa einen Platz finden. Deshalb Freiheit heißt auch immer Solidarität. Frau Kapanenko, ich würde auch gerne von Ihnen hören. Ja, ich fasse mich kurz. Ich halte die Demokratie für alternativlos. Nicht zuletzt, weil ich selbst erlebt habe, dass es in einer Nichtdemokratie keine Achtung vor den Menschen gibt. Und das heißt, es gibt auch keine Achtung vor der Schöpfung. So ein Regime kann auch keine große Herausforderung meistern, so wie die Lösung der Klimakrise. Das ist ausgeschlossen. In der Sowjetunion gab es den wunderbaren Juri Gagarin, in den ich verliebt war. Es gab ihn im Weltall. Aber es gab auch diese öffentlichen Toiletten. Und ich denke mir, um mich komplett kurz zu fassen, fällt mir gerade ein Gespräch ein, das ich mit einer Landsfrau von mir geführt habe. Es ging um den Krieg in der Ukraine. Und ich habe am Ende des Gesprächs gesagt, alles wird gut. Und zu ihr so ein bisschen hinaufgeschaut. Und sie meinte, nein, vielleicht wird alles überhaupt nicht gut. Darum geht es nicht. Es geht um den Kampf. Und ich bin vollkommen dieser Meinung. Es geht darum, dass man sich die Mühe macht, sich den Problemen dieser Welt zu stellen, mit gutem Gewissen und voller Überzeugung, dass man es schafft, auch wenn man im Inneren des Herzens den Eindruck hat, man könnte es nie schaffen. Es geht aber um den Versuch
um das reine, offene Herz und um die Achtung vor der Schöpfung. Und es geht um den Versuch. Es gibt keine Perfektion. Vielleicht schaffen wir es nicht. Aber wir müssen uns bemühen. Wir sollten uns bemühen und voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Das ist, ja. Wenn ich während unseres Gesprächs in Ihre Gesichter geschaut habe, dann habe ich immer den Hamburger Hafen im Hintergrund gesehen. Und ich möchte, das kann ich jetzt gar nicht anders hinzufügen, da sehen wir Schiffe. Und der Reichtum Hamburgs ist aus Windkraft entstanden. Dann hat diese Stadt einen Energy Shift durchgemacht und ist auf Fossile umgestiegen. Und wenn man das da sieht, dann kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass man nicht einen weiteren Wechsel schaffen kann, nämlich wieder zurück zum Wind. Ihnen allen danke ich, dass Sie diese Wanderung durch heterogene Gebilde und Gestrüppe und Dschungelsituationen mit uns gegangen sind. Das war der Anfang, das war der Auftakt. Wir haben anstrengende und aufregende und schöne Jahre und Jahrzehnte vor uns. Und damit Sie sich nicht allein fühlen, habe ich noch einen Brief gesucht und zum Glück wiedergefunden. Das ist ein Brief aus dem März 1797 und den schreibt ein zutiefst erschöpfter Mann vor also jetzt weit über 200 Jahren zu Beginn der fossilen Epoche, die jetzt zu Ende gehen wird. Und dieser zutiefst erschöpfte Mann schreibt unter dem Eindruck der Französischen Revolution und der Tatsache, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Die Zeit überschlägt sich wie ein Stein vom Berg herunter und man weiß nicht, wo sie hinkommt und wo man ist. Und ganz generell fügt er hinzu, wie in unserer Zeit nichts auch nur für einen Augenblick an seiner Stelle bleiben kann und alles, wo sich nicht verbessert, doch immerzu nur verändert. Das ist, wo Johann Wolfgang von Goethe und die Arbeit am Faust hatte gerade erst Fahrt aufgenommen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend und danke Ihnen für Ihre Offenheit. Vielen Dank. Danke.